Hi Freunde, Mordmann hier. Ich habe gerade den Kampf gegen Wenrock bzw. den Wenrock-Drachen hinter mich gebracht. Das Ganze hat drei Phasen, war sehr, sehr anstrengend und es gibt auch einige Sachen, die mir aufgefallen sind, die man im Kampf unbedingt beachten sollte. Nicht nur die Fähigkeiten von dem Drachen, auch einige Fähigkeiten an dir, die du vielleicht nicht nutzen solltest, sind mir da aufgefallen und ich werde dir auf jeden Fall diese Tipps in meinem Video vermitteln. Wenn dir das Video gefällt, gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen oder Anregungen zur ganzen Sache, dann schreib es mir gerne in die Kommentare und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibst. Ich habe noch eine kurze Sache, bevor wir das Video starten. Ich habe den Kampf komplett aufgezeichnet. Natürlich oder leider bin ich auch ein paar Mal gestorben, bin mal in die Einstellung gegangen und so. Deswegen habe ich ein Video zusammengeschnitten, über das wir jetzt reden werden. Und ich lasse das Video im Hintergrund laufen, kommentiere das Ganze ein bisschen und erkläre euch, worauf zu achten ist, beziehungsweise welche Fehler ich gemacht habe, die ihr vielleicht nicht machen werdet. Ja, ich wünsche dir viel Spaß im Video. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir direkt auch mit dem Endfight gegen Renrock an. Ich habe das Ganze wie immer aufgenommen als Video. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen rumgeschnitten in der Originaldatei, weil ich selber ein bisschen gestorben bin und ihr werdet gleich sehen, ich war mal wieder optimal vorbereitet auf den Kampf, nämlich gar nicht. Und das ist auch das Erste, was ihr auf jeden Fall so nicht machen solltet wie ich. Ich lasse das Video jetzt schon mal im Hintergrund ein bisschen laufen, weil das Ganze geht 11 Minuten, also der komplette Fight mit Toten und so natürlich noch mehr. Aber ich habe jetzt immer meine Tries, die ich geschafft habe, rausgeschnitten. Teilweise bin ich in den Kämpfen in die Einstellung gegangen, habe vielleicht ein bisschen nach Talenten geguckt oder sowas. Das habe ich auch nochmal rausgecuttet. Deswegen, wenn so ein paar Übergänge sind, wundert euch nicht. Aber im Großen und Ganzen können wir den kompletten Fight sehen, auch was der Boss kann. Und ich werde nochmal kommentieren, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet. Deswegen, ich werde das Ganze jetzt einfach mal starten. Ihr könnt im Hintergrund den Kampf sehen. Ich werde auch immer wieder auf das Video eingehen, werde aber auch noch andere Dinge erzählen. So, das Wichtigste, was ihr auf jeden Fall machen solltet, macht nicht den Fehler wie ich, wenn ihr hier hinter mir guckt, hier unten, wo ist das andere Seite? Ich habe nur 7 Heiltränke mit. 7 Heiltränke sind deutlich zu wenig. Ich spiele tatsächlich nur auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und selbst da waren 7 Tränke deutlich zu wenig. Wir sehen, Renrock hat sich in eine Art Drache verwandelt. Wenn ihr hier dieses Guide-Video seht, solltet ihr wahrscheinlich selber schon mal gegen ihn gekämpft haben oder die Story dahinter kennen. Deswegen will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. So, der Kampf hat insgesamt 3 Phasen und in allen 3 Phasen passiert mehr oder weniger immer das Gleiche. Oben ist eine Kugel, die ist entweder blau, beziehungsweise lila, die ist rot oder die ist gelb und je nachdem, welchen Zauber wir quasi oder welche Farbe sie hat, müssen wir einen Zauber darauf anwenden. Wenn die Kugel lila ist, einen lilanen Zauber, wenn die Kugel rot ist, einen roten Zauber, lila wie zum Beispiel Akio, rot zum Beispiel wie Bombarda oder gelb wie zum Beispiel hier diesen Verwandlungszauber oder auch den Eiszauber. Ich werde mich einmal kurz für den Fight inklusive Cam hier in die Mitte setzen, weil dann könnt ihr auch die Zauber sehen, die ich immer wieder habe und wie ich die Reihen wechsle. So, den ersten Tipp, den ich euch auf jeden Fall nochmal geben kann, abgesehen davon, dass ihr euch besser ausstatten solltet als ich, also ihr braucht auf jeden Fall Heiltränke. Ich würde euch auch die Death-Tränke empfehlen, die ihr unten auf der Seite in dem Tab-Menü seht. Ich würde euch die Angriffstränke empfehlen und ihr solltet auf jeden Fall euer Inventar aufbessern, also eure Robe, euren Hut etc., dass ihr einfach mehr Schaden macht, weil der Boss hat schon sehr, sehr viel Leben. Wie gesagt, das Ganze hier hat mehr als 10 Minuten gedauert, der ganze Fight, und ihr seht selber, ich mache hier nicht wirklich viel Schaden. Was ich euch noch empfehlen kann, egal ob Crucio, Avada Kedavra oder Imperio, ihr solltet die Flüche nicht benutzen. Das Ganze hat einen einfachen Grund. Wenn ihr einen Fluch benutzt, wie zum Beispiel Crucio, was der einzige Fluch ist, der hier Sinn macht, meiner Meinung nach, dann habt ihr so eine kleine Cinematic-Szene, wie ihr hier gerade seht. Crucio erzaubert, in der Zeit könnt ihr euch nicht bewegen. Wenn ihr diesen Zauber macht, Crucio, seid ihr während des Castens immun gegen Schaden. Heißt, ihr könnt keinen Schaden bekommen. Wenn der Drache aber eine Fähigkeit macht, wie zum Beispiel Feuer auf den Boden, auf euch zufliegt, eine Fähigkeit, die nicht in einem Punkt Schaden macht, sondern durchgängig Schaden macht, eure Animation mit Crucio vorbei ist, ihr wieder quasi in den ihr könnt Schaden bekommens Modus kommt und in dem Feuer steht, kriegt ihr direkt Schaden. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, nach mehreren Versuchen und Abwägen, ich benutze ab einem Punkt keine
Flüche mehr. In dem ersten Segment habe ich die Flüche noch benutzt, in dem zweiten glaube ich auch, aber spätestens am dritten Segment lasst das mit den Flüchen sein. Ihr werdet mir danken, wenn ihr diese in dem Fight nicht benutzt habt. Grundsätzlich zum Schaden machen könnt ihr die roten Zauber nehmen. Egal ob es ein Bombarder ist, egal ob es ein Expelliarmus ist oder die roten Zauber machen Schaden, die könnt ihr einsetzen und die Basiszauber. Was ihr auf jeden Fall in den Talenten geskillt haben solltet, ist diese Rolle mit dem, diese Rolle, wo ihr mehrere Meter Distanz zurücklegen könnt, gerade für die dritte Phase sehr, sehr nice und auch sehr, sehr wichtig zum Skillen. Habt ihr das vielleicht nicht geskillt und habt keine Talentpunkte mehr? Guckt mal auf meinem Kanal, da gibt es ein Video, wie ihr die Talentpunkte zurücksetzen könnt. Zumindest am Computer auf PS4 sollte, oder PS5, eher gesagt, PS4 ist ja noch nicht draußen, soll das Ganze auch funktionieren. Da müsst ihr es aber Umwege machen. Ihr braucht dann nämlich auf jeden Fall die Save-Datei. Deswegen guckt euch das Video einfach mal an und macht euch selber eine Meinung, ob ihr das hinbekommt oder nicht. Was gibt es noch zu erwähnen? Der Drache hat in allen Phasen eine Fähigkeit, wo er quasi so eine Art Stein oder Magmaball auf euch wirft. Die Fähigkeit könnt ihr zurückwerfen, da habt ihr sie gerade gesehen. Mit Y könnt ihr die zurückwerfen und die macht auch relativ gut Schaden. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, Prio 1 ist, ihr bekommt keinen Schaden. Prio 2 ist, ihr macht Schaden. Heißt, dodgt lieber den Angriffen, wenn ihr euch da sicherer fühlt und passt darauf auf, dass ihr nicht so viel Schaden nehmt, weil sonst habt ihr ein echtes Problem mit den Heiltränken. Ich hatte zum Beispiel in der letzten Phase in der schwersten einfach gar keinen Heiltrank mehr und ja, das hat es für mich natürlich ein bisschen schwerer gemacht und deswegen hat der ganze Bums auch ein bisschen länger gedauert, als er eigentlich sollte. Auch in solchen Momenten, wo zum Beispiel der Bombarder hier das Feuer auf dem Boden ist oder so, auch da eher ausweichen, dann Schaden machen. Ich weiß, ich halte diese Regel auch nicht immer ein. Ich versuche es immer so gut wie es geht, aber im Spiel manchmal da kann man die Regel einfach nicht einhalten, wenn man da im Fluss ist, ne? Ja, was kann ich euch noch empfehlen? Also, ihr macht Schaden, wenn ihr Schaden machen könnt. Ihr weicht aber besser aus. Sonst hat der Boss noch viele Fähigkeiten. Er wirft immer diese Feuerbälle, die auf euch zugeflogen kommen. Die seht ihr andauernd. Den müsst ihr einfach ausweichen, am besten mit einer Rolle. Wenn diese Steine auf euch zugeflogen kommen, könnt ihr diese mit Y oder ihr beinet es um, was ich auch jedem nur empfehlen kann. Ich habe es hier selber noch nicht gemacht. Auf dem anderen Spielstand nur, ihr beinet die Fähigkeit um, sodass ihr nicht mit Y das Ding zurückwerft, sondern zum Beispiel mit der mittleren Maustaste. Das ist deutlich angenehmer und ihr müsst nicht eure Hände auf der Tastatur verkrampfen. Guckt mal in den Einstellungen unter Tastaturbelegung, da solltet ihr auf jeden Fall den Punkt finden und könnt das Ganze gut umbinden. Was für Fähigkeiten haben wir noch? Wir haben noch diese Fähigkeit, diese Implosion, die ihr gesehen habt. Da müsst ihr so schnell es geht weg vom Drachen, also nach hinten rollen. Und daher braucht ihr da die Fähigkeit, dass ihr quasi mit STRG gedrückt euch weit wegrollt. Also nicht nur eine Rolle macht, sondern so einen Roll-Zaubersprung, sage ich mal, dass ihr ordentlich weit wegkommt. Ja, dann haben wir natürlich noch das Feuer. Da solltet ihr auch nicht drin stehen und das ist auch sehr, sehr tricky. Gerade bei den Flüchen wie Crucio. Macht einfach nicht die Crucio-Flüche gerade da. Habt ihr eine große Anfälligkeit, in dem dummen Feuer zu stehen und da einfach Damage zu bekommen. Hier noch ein kleiner Tipp. Zwischen der zweiten und dritten Phase gibt es einen Trank. Ja, den seht ihr, den sammle ich hier ein. Okay, ich habe es genau abgeschnitten. Ich spule mal kurz zurück und zeige euch das. Der liegt auf der linken Seite. Da könnt ihr nochmal einen super Megatrank mitnehmen. Quasi die letzte Möglichkeit, nochmal einen Heiltrank einzusammeln. Hier links seht ihr, hier liegt er. Da könnt ihr den nochmal einsammeln, der euch dann nochmal im Kampf auf jeden Fall unterstützen wird. So, letzte Phase beginnt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keinen Trank mehr. Das Ganze war recht anstrengend. Hat mich so, wie gesagt, an Elden Ring Flashbacks zurückgegeben. Hab's aber am Ende natürlich doch geschafft. Hat nur ein bisschen länger gedauert, leider. Ich hatte noch 7 von diesen Pflanzen, die man auf den Boden legen kann. Hier ist übrigens diese Implosionswelle, wo ihr nach hinten rollen solltet, was quasi auf jeden Fall auch gedodged werden sollte, weil es eine Menge Schaden macht. So, ich hatte noch diese Pflanzen, ich habe die immer wieder auf dem Boden verteilt, weil die halt auch echt guten Schaden machen, wenn sie einmal dran haften und habe so immer geguckt, dass die Pflanzen dann doch auf dem Boden liegen. Auch das sehr, sehr wichtig und nutzt auf jeden Fall Items, falls ihr noch welche dabei habt. Was kann ich noch sagen?
achtet darauf, genau, ganz, ganz wichtig. Ihr habt hier unten hier die alte Magieanzeige. Sobald ihr einen alten Magiezauber casten könnt, haut den auf den Renrock-Drachen, denn das macht eine Menge Schaden. Ich glaube 1500 bis 2000 bei meinem Spielstand hier aktuell. Also sehr, sehr nützlich. Und achtet, wenn auf dem Boden, ich stopp mal kurz hier, weil es hier gerade ist, wenn hier diese blauen Kugeln auf dem Boden liegen, sammelt die ein, guckt, dass ihr euch da irgendwie hinportet. Aber auch hier gilt wieder die Devise, keinen Schaden nehmen ist wichtiger als Schaden machen. Wenn ihr die Kugel seht und da in Reichweite seid und die einsammeln könnt, dann geht da auf jeden Fall vorbei und füllt eure alte Magieanzeige auf, damit ihr einfach oft möglichst eure alte Magie nutzen könnt. Hier auch wieder die Kugel, ihr seht, alte Magie aufgeladen. Ich habe übrigens nur noch einen Lebenspunkt gefühlt und muss noch ein Drittel vom Drachen umhauen. Was ich tatsächlich geschafft habe, war aber sehr, sehr anstrengend. Also ihr solltet da auf jeden Fall fokussiert sein und gucken, dass ihr ja am besten so wenig Schaden wie möglich nehmt. So, dann gibt es noch eine Fähigkeit, wo der Drache auf euch zugerannt kommt. Das habt ihr auch schon ein paar Mal im Hintergrund gesehen. Auch da gilt die Devise Abstand halten und ja nicht zu nah an den Drachen kommen. Und auch in dieser Zeit solltet ihr keine Fähigkeit machen wie ein Crucio oder auch vielleicht die alte Magie nicht. Diese Fähigkeiten, wo ihr einfach in dieser Videoszene seid. Denn das ist auch wieder, diesen Sprint meine ich, das ist auch wieder so ein Moment, wo der Drache über einen längeren Zeitraum Schaden macht. Und wenn ihr dann aus dieser Fähigkeit rauskommt, während der Drache quasi in euch drin ist, keine gute Idee. Da solltet ihr schon lange weg sein. Was unterscheidet die einzelnen Phasen noch? Unter anderem kriegt der Boss ja mehrere Fähigkeiten dazu. In der zweiten Phase bekommt er diese Impulsion dazu. In der dritten Phase zum Beispiel das Rennen. Und die Anzahl dieser Kugeln, die über dem Boss sind, erhöhen sich. In der ersten Phase gibt es immer nur eine Kugel, meine ich. In der zweiten zwei Kugeln. Und in der dritten gibt es dann vier Kugeln, die zerstört werden müssen. Und ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede der Phasen. In der letzten Phase doch sehr, sehr knackig. Und müsst ihr auf jeden Fall gut aufpassen, was genau alles passiert. So, ich habe den Kampf jetzt beendet. Ihr seht, es gab sogar unten den Erfolg Stolz von Hogwarts. Und ja, am Ende gibt es noch eine schöne Videosequenz. Für die werde ich jetzt, so wie es sich gehört, einfach mal meinen Mund halten. Die genießen wir jetzt noch und dann kommen wir zum Outro und dann war es das auch schon mit dem Video. So, ich werde das Ganze hier einmal stoppen. Das war quasi so die Endsequenz. Da kommt noch ein bisschen hinten dran. Das könnt ihr aber gerne selbst erleben. Und auch, was danach passiert. Da ist nämlich noch ein bisschen mehr, was hinten raus passiert, bevor ihr die Kampagnenquest oder diese Hauptstoryline dann doch abgeschlossen habt. Ja, das war quasi mein Guide zu dem Kampf mit Renrock bzw. dem Renrock-Drachen, dem bösen Kobold, der uns das Leben schwer gemacht hat in Hogwarts Legacy. Mir hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen und auch der Endfight war echt knackig. Meiner Meinung nach der einzige wirklich harte Kampf im Spiel. Ich habe es aber auch nur auf Mittel gespielt, wie gesagt. Hat mir aber dennoch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, fand ich sehr cool, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Du kannst mir ja mal unten in den Kommentaren schreiben, wie du das Ganze fandest, wie du den Kampf fandest und was dir am Spiel besonders gut gefallen hat. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und dich weitergebracht. Wenn ja, gib doch einen Daumen nach oben, damit es auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Hast du generell noch irgendwelche Fragen zum Kampf oder zur Skillung? Whatever, kannst du zwei Sachen machen. Einmal die Kommentarbox unten benutzen. Ich versuche auf alle Kommentare einzugehen. Und zweitens, guck gerne auf meinem Kanal. Ich habe noch ganz, ganz viele andere Videos zum Spiel. Egal ob Talentbäume, Talentresetten, zu Questguides, zu Tipps und Tricks und, und. Also guck gerne auf meinem Kanal da. Und da kommen wir schon zum letzten Punkt. Lass doch gerne ein Abo da und guck einfach regelmäßig bei mir mal rein, was sich auf meinem Kanal so tut. Es gibt immer wieder neue Spiele und auch Spiele für alte Hasen, die
einfach mal öfter reinschauen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen und ich wünsche dir noch eine Menge Spaß im Spiel und drück dir die Daumen für den Kampf, der ja jetzt auf dich warten sollte und für den du perfekt gewappnet bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.